Ich werde immer wieder gefragt, und damit möchte ich Sie begrüßen, warum ich Alban las und wie komme ich zum Alban überhaupt. Es hat damit angefangen, dass ich gefragt wurde, willst du nicht einmal und willst du nicht einmal Alban lasen? Und zuerst war ich nicht so dafür und wurde dann aber, nachdem ich gehört und auch die Note gesehen habe, wie so Alban klingt und wie die Noten aussehen. Das sind ganz normale Noten, wie man sie kennt, vom Gesang her, von der Orgel, von der Schulzeit her. Das sind ganz einfache, ganz normale Noten. Das sind Noten wie eine Blasmusik, und ich war schon immer Blasmusiker auf Trompete und Tenoren. Und so hat ein Vereinsmitglied als Bassist und Albumbläser mit begonnen und mich dazu überredet und verführt. Ich wurde neugierig und habe zu meiner Frau gesagt, wenn, dann möchte ich das also richtig betreiben, und bin dann losgegangen und habe dann täglich, was ich heute noch tue, meine ganze Weinberge um meinen Heimatort Flein, Heilbronn, zu blasen mit dem Alban. Und dann habe ich bald bemerkt, wie die Leute und auch die Kinder, die Jugendlichen aufspringen, insofern, dass sie stehen geblieben sind, sich darüber gefreut haben, über die Albernklänge. Und mit der Zeit kannst du gar nicht mehr anders. Ich war gesundheitlich tief am Boden durch einen Unfall. Und das Albernblasen hat mich so wieder hochgeholt und auf beide Beine gestellt, dass ich gar nicht mehr anders kann. Dadurch, wenn man die Leute, wenn sie stehen bleiben und sie hören mir zu und ich schaue dann in ihre Augen, wie die Augen dann beginnen zu leuchten, ob es, wie gesagt, jung oder alt, es ist einfach traumhaft schön. Und man kann mit Musik so viel erreichen. Man kann den Menschen durch die Musik so viel Freude bereiten. Es ist unglaublich, das kann man mit Geld gar nicht aufwiegen. Das Albernblasen als solches, es sieht leicht und einfach aus. So habe ich mir es am Anfang auch geglaubt. Durch die Berglieder, die reinen Berglieder, wo volle getragene Töne sind, kann man sich auf den Ton drauf einstellen. Wenn man aber Stücke wählt, die etwas flotter gehen, dann beginnt es mit der Arbeit. Es geht so weit, dass das Albernblasen, ich möchte behaupten, sogar Schwerarbeit ist. Wenn Sie nicht das Albern ständig trainieren, sprich das Albern will jeden Tag geblasen werden, ist das eine Arbeit, wo auf der einen Seite schwer ist, auf der anderen Seite, wenn man dann sieht, wie die Leute doch, was ich schon erwähnt habe, stehen bleiben und die Freude sieht, wie man die Freude bereiten kann, das alles aufwiegt. Und ich sage immer, wenn der Eis gut ist, das schlägt man fertig. Ich bin immer noch am Schlecken. Ich wünsche Ihnen weiterhin alle gute Zeit, auch in der Corona-Zeit, wo wir, wie viele Leute eingesperrt sind und wir alle Albumbläser, sei es in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland, bis nach Amerika, hört man derzeit Dienstagabends um 19 Uhr, hört man sämtliche Albernbläser, viele Albernbläserinnen auch und Bläser, wo für die Conora Behinderte und eingeschränkt auch die ganze Helfer und Helferinnen hier tätig sind, ist unser Blasen, dass wir die Leute Freude und Kraft geben können und auch dürfen. Euch alle alles weiterhin gute Zeit, bleibt gesund und munter. Ihr Flienertaler Albernbläser aus Flein. Dankeschön. Wenn jemand besonders Geschenk sucht, bin ich gern bereit. Ich habe schon nachts sogar um 24 Uhr geblasen, weil der Schwabe, der wird erst mit 40 gescheit. Ich blase bei Geburtstage, Hochzeiten. Was ich sehr gern sogar mache, ist in der Kirche, in Gotteshäusern mit der Orgel zusammen. Die Akustik in der Kirche ist so genial. Und wenn man sieht und dann auch erfährt, was aus dem Alborn an Klänge rauskommen. Das Alborn wird aus dem Baum hier gebaut. Der Albernbauer geht in den Berghang hin, sieht man Bilder auf meiner Webseite, flienertaleralbernbläser.eu. Sieht man, wie hier ein Baum im Hang abgesägt wird, dann ausgehöhlt wird und wieder von Hand zusammengeleimt wird und alles. Das Albern wird geblasen mit einem Holzmundstück, weil dadurch der Ton auch viel weicher ist. Sie sehen bestimmt ab und zu auch mal Albernbläser mit einem Metallmundstück, aber da ist halt der Ton etwas härter. Das Urige ist halt, weil das ganze Albern aus Holz ist und dann noch mit dem geeigneten Holzmundstück dazu. Aber wie gesagt, es ist Schwerarbeit und ich mache die Arbeit sehr gerne und es macht jeden Tag riesig Spaß. Der Filmemacher hier, der Manfred, er hat mich beim Marathonlauf schon beim Trollingen Heilbronn schon kennengelernt und gesehen, hat schon eine Aufnahme gemacht. Und er wird es bestätigen, wie viele Leute das hier stehen bleiben, weil es doch einzigartige Klänge sind, wo man die Leute fesseln kann. Ja, ich stehe gern da oben. Ich habe vor 15 Jahren da oben angefangen, mich hinzustellen. War gleich in meiner Anfangszeit.
Ich habe gedacht, was kannst du tun, wie kannst du dich damit bekannt machen und was kannst du den Leuten für Freude bereiten. Stell dich mal den höchsten Berg im Trollinger Marathonlauf, stell dich einfach mal hin mit noch Bauchweh und Krümel im Bauch. Dann habe ich angefangen zu blasen. Und wenn ich heute sehe, immer noch, nach den vielen Jahren, wie die ganzen Läuferinnen und Läufer, trotzdem, dass sie aus der Puste sind, fast keine Kraft mehr haben, den steilen Berg hochzukommen, eine Kraft entwickeln, zu winken und sich zu freuen. Du kannst gar nicht anders, als zu sagen, du stehst weiterhin im Berg und versuchst, die ganzen Läuferinnen und Läufer zu unterstützen. Das ist eine Freude, die schwappt rüber, das muss man gesehen, erlebt haben. Ja, das ist eine Danke, dass ich da auch dabei sein darf. Und ich habe inzwischen auch beim Marathonlauf habe ich zwei Alpenbläser-Freunde aus der Kurpfalz gewonnen. Wir sind Freunde geworden. Ich komme immer wieder als Wunder dorthin. Und die wollte dieses Jahr euch zum zweiten Mal schon dabei sein und wollte einen Freund sogar mitbringen. Mal schauen, wie es nächstes Jahr, wenn der Marathonlauf wieder stattfinden sollte, der 20., ob sie dann bereit sind, mit dabei zu sein. Der Wind, das war halt ganz extrem und deswegen Alpern kann jeder im Saal blasen, wo ganz normale Verhältnisse sind. Auch wenn du rausgehst, das Alpern ist ein Naturinstrument und da muss man sich halt damit abfinden und muss damit klarkommen, wie die Umwelt gerade in dem Moment ist, die Atmosphäre. Wenn kein Wind hast und wir hatten nur leichter Wind vom Rücken her, dann trägt der Ton raus, weit ins Tal. Und da kommen viele und sagen, können wir morgen sind mindestens 50 oder mehr Bläser. Wenn du aber gegen den Wind blasst, das geht dann ein paar Meter und dann fällt der Ton schlagartig ab. Das ist, wenn man gegen Wand dann bläst. Ja. Und da hat man es dann natürlich schwer, dass das klingt und der Ton auch stehen bleibt. Weil das Blasen ist eine reine Liebetechnik. Ja. Wir müssen den Ton formen mit den Lippen. Und bis zu einem gewissen Grad hält halt die Muskulatur hier, wo man den Ton heben kann. Und wenn der Wind zu stark, auch wenn der Seitan kommt, dann fängt es alles an zu vibrieren und dann kannst du den Ton halt nicht heben. Ich habe einmal auch bei Regenblasen, war meine Anfangszeit, vielleicht noch als Abschluss so, als geregnet und ich habe geblasen. Ich dachte immer, warum wird der Ton immer so schlimmer? Und wo ich dann fertig war, habe ich vorne reingeschaut. Das hat sich im Alphorn vorne in den Bogen drin, da hat sich das Wasser drin gesammelt. Ich habe immer halt wieder Wasser rausgeholt. Das ist so Wassermusik noch. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Und eine vielen Mal nochmal herzlichen Dank. Thank you.